Seit ich 13 Jahre alt bin, sammle ich Handschriften von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Aber die richtige Initialzündung, die richtige Leidenschaft ist eigentlich durch einen Brief von der Mutter Teresa entstanden. Als ich ihr damals etwas Geld gespendet habe, kam ein wunderschönes Gebetsblatt zurück, wo sie an mich gerichtet hat und original unterschrieben hat. Und da fand ich es total faszinierend, von einer großen Friedensnobelpreisträgerin, die so viel für die Menschheit getan hat, etwas ganz Persönliches zu besitzen, ihre eigene Unterschrift. Ich denke, dass egal welche Art von Sammlung oder Sammler, es ist eine Sucht, die einen befriedigt und erfüllt. Das Sammeln von Autogrammen ist auch so interessant, dass man mit jeder Unterschrift auch ein Stück von der Geschichte lernt. Also als Beispiel, bei Albert Schweitzer hatte ich nur gewusst, dass es ein Arzt war irgendwo in Afrika und Friedensnobelpreisträger, als ich das erste Mal seine Unterschrift getauscht oder gekauft hatte. Inzwischen habe ich so viele handschriftliche Briefe von ihm zusammengesammelt, dass ich sogar irgendwo mit der Stiftung und dem Museum zusammenarbeite und die Geschichte von ihm entscheidend verändern konnte, weil ich so bedeutende, inhaltsreiche Briefe besitze, die bisher für die Forschung komplett unbekannt waren. Die Handschrift stirbt ja aus. Also in 10, 20 Jahren wird jedem auffallen, wenn irgendwas mit der Hand selber geschrieben worden ist, weil jeder alles nur per E-Mail und Computer schreibt. Und wir reden hier über eine Antiquität der Zukunft. Genau diese Manuskripte und Schaffenswerke zu erhalten, ist das Besondere. Das sind die Originalquellen von einem Schaffenswerk einer Persönlichkeit. Albert Schweitzer in seinem Büro in Lambarene in Afrika, er hatte genauso ein chaotisches Büro, wie ich eigentlich habe, und deswegen fand ich eigentlich das Foto auch sehr, sehr schön und sehr dekorativ. In der Ecke sieht man den Originalhandschuh von Muhammad Ali, von einer seiner letzten Kämpfe, den er persönlich unterschrieben hat und den ich von einem ehemaligen Boxpromoter erhalten hatte, der das als Abschiedsgeschenk von seiner Rente bekommen hat. Man sieht dann den Fotos nebendran mit Don King und Co. bei der Übergabe des Boxhandschuhs und, sagen wir so, von dem größten Boxer aller Zeiten, einer der Handschuhe zu besitzen von seiner letzten Kämpfe, den er persönlich unterschrieben hat, ist schon ein Relikt, das mir persönlich sehr viel bedeutet. Weil ich mich mit Muhammad Ali-Unterschriften sehr gut auskenne, wurde ich auch gebeten, mit einem amerikanischen Partner zusammen ein Buch zu verfassen und habe ein etwas größeres Referenzbuch über die Handschrift von Muhammad Ali verfasst und sammle ihn eigentlich auch sehr intensiv selber. Hier handelt es sich um die Weltrarität des 20. Jahrhunderts, und zwar um eine Originalhandschrift von Al Capone. Man kann sich vorstellen, dass man Al Capone über 20 Jahre lang nicht verhaften konnte, weil keine einzige Quittung von ihm unterschrieben worden ist. Selbst Fotos, Originalfotos von ihm, sind von größter Seltenheit. Man kennt 2, 3 Motive, das eine im Knast und dieses, was man hier sieht. Und hier handelt es sich um eine Bestellung für Aspirin an seine Krankenschwester. Die Krankenschwester sieht man hier in der Mitte. Und das Familienfoto ist aufgenommen zu seiner Zeit in Miami, wo er unter falschem Namen eigentlich gelebt hat, und ist eigentlich die Handschrift mit größter Seltenheit aus dem 20. Jahrhundert und ist in dieser Form erst, glaube ich, 3 oder 4 Mal überhaupt aufgetaucht und ist eigentlich nahezu unbezahlbar. Den Brief von Albert Einstein habe ich auch durch eine Auktion gekauft und war eigentlich das erste Autograph, so mit 17, 18 Jahren im vierstelligen Bereich, wo ich sehr lange darauf gespart hatte und mir dann gegönnt hatte. Für mich ist jede Unterschrift eine gewisse Art von Zeitreise, wo die Beatles damals in Hamburg waren und gerade kurz davor irgendwo den Adelstitel Sir Paul McCartney, John Lennon und so weiter bekommen haben. Da wollten sie zum Beispiel das Schloss Friedrichsruh besuchen, durften aber nicht auf das Schloss, weil durch den Adelstitel bedarf es einer offiziellen Einladung. Und so wurden dann halt praktisch, haben die Beatles sich mit der Polizeieskorte vor dem Schloss betrunken und eigentlich auf die Einladung gewartet. Und mit dieser witzigen Anekdote oder an diesem witzigen Abend ist dann dieses Autogramm entstanden.
so ein bisschen auch aus der Neuzeit. Und zwar ist das ein signiertes Foto von Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond. Wir haben sehr stark gekämpft gegen Autogrammfälschungen, weil sein Autogramm sehr stark gefälscht worden ist. Buzz Aldrin hat mich dabei sehr stark unterstützt und hat sich dann bedankt mit einem signierten Foto: One small step against autograph forgery, but a great step for collectors. Also er hat seinen Spruch von seiner Mondlandung etwas umgemünzt auf das Autogrammsammeln oder den Kampf gegen Autogrammfälschung als Dankeschön. Menschen haben gerne Vorbilder und Menschen haben gerne Erinnerungen an die Vergangenheit. Und es ist doch eigentlich was Schönes, von seinem Vorbild etwas Persönliches zu besitzen. Und wenn es nur ein paar Sekunden aus seinem Leben sind.